Und go. Hallöchen und willkommen zurück bei Arc Steampunk mit Xa und... Ach, da, Danu. Hi. Ja, hi. Und irgendwie ist, weiß nicht, alles so rosa. Ganz komisch. Ja, ich weiß auch nicht. Da haben sie irgendwo ein Koja freilassen. Ja, ich glaube auch. hier dürfte jeden Moment... Was rausfallen? Nachwuchs anstehen. Also, man könnte es auch schon als Hängebauchschwein verkaufen. Ja, schon, ne? Vor allem kriegt totales Hohlkreuz. Das ist ganz ungesund. Ganz ungesund. Naja, ich meine, also so ein Bauch zieht halt nach unten. Ich muss gerade nochmal leveln. Schade, dass es nicht genau dabei rausgekommen ist. Das wäre jetzt so schön gewesen. Naja, wer weiß. Vielleicht freut sich ja auch. Du meinst die Anstrengungen dazu. Vielleicht, aber... Ganz stolze Mama. Wenn das jetzt rauskommt und rosa ist, kippe ich allerdings um. Also. Dann bist du schuld. Ah ne, das war... Doch, jetzt ist... Ups! Oh. Oh Gott, ist das klein. Ein Handvoll Scherben. Ein Handvoll Scherben. Oh Mann. Ist das niedlich. Und zack. Schauen wir mal, ob es die Beeren frisst. Ich hab schon Beeren rein, frisst. Ja, okay, gut. Was? Was war das denn jetzt? Ich habe gerade was gegen die Beschwerden unter deinen Videos getan. Du hast doch in der letzten Folge gesagt, und Dodo. Das ist übrigens der Dodo, den du gesehen hast. Habt ihr schon Beeren? Wie hast du den denn so schnell? Indem ich ihn jetzt gerade auf dem Weg daher mit der Forst umgehauen habe. Und dann ist der von 2-3 Beeren gezähmt? Lass mich schauen. Beeindruckend. Ja, ungefähr. Vielleicht hat er ein paar mehr gegessen. Ja, mein Dodo. Ja, aber pass auf, dass er das Schaf nicht versehentlich verschluckt. Ja, das muss man aufpassen, dass es nicht als Beere gesehen wird. Weißt du, auch vor allem, wenn die Schafe so... Zum Glück ist das Baby nicht rosa oder rot. Sagt der mit dem Pinsel in der Hand. Ja. Gott, du bist so süß. Hör doch auf, so süß zu sein. Wieder hier hoch. Oh ja. Warte mal. Du liegst schon wieder im Schaf. Ja, ist es egal, das ist, guck mal. Oh Mann. Ich sehe es ja nicht, du liegst eigentlich komplett drauf, das arme Schaf. Also ich frage mich, was da noch alles in dem Bauch drin war, weil ich meine, das bisschen Schaf kann doch nicht so ein riesen Bauch sein. Oh, ist das süß. Ja, das Fell war sicher aufgeplustert. Ach so, meinst du? Danu? Ja? Du musst mal genauso über dem knien wie ich und dann gucken, wenn es frisst. Und dann hochguck dabei Dann... beim... Das ist, warte mal, ich werfe ihm gerade noch. Ach ne, ich krieg keine Beeren mehr rein. Geht nicht mehr. Ja, Wenn es dann hochguckt dabei. Also mit X habe ich, glaube ich, gelegen. Ja. Das ist so putzig. Ja. Sie sind echt niedlich gemacht. Oh ja, die Schafe sind wirklich niedlich. Bis auf unser rosa. Daran bist du schuld. Und dann hat es nicht einmal ordentlich angemalt, sondern nur so stümperhafter. Ja, du, ich hatte nicht viel Zeit. Die waren da mitten im Geschäft und... Mitten im Geschäft. Wie freut sich denn ein Dodo? Habe ich noch nie gesehen. Das ist alles. Naja, Weltherrscher sind halt genügsam. Ja. Koja, das Schaf rennt dir nach. Ach, so was. Dann steht es jetzt aber auch noch auf Wandering, schätze ich. Jetzt und nimmer. Jetzt nimmer? Okay. Mal schauen, wie weit es noch wandert. Rups. Ich muss aufpassen. Warte, ich muss den Stein wegsammeln hier. Ah ne, ist kein Stein. Ne, ich stelle, glaube ich, eine Schnecke da. Was stellt eine Schnecke da? Eiskalt durch. Rennt zum Papa. Eiskalt durch da nur durchlaufen, ja genau. Mag zum Papa. Übrigens, wir haben Nebel. Super. Yay, Nebel. Dann hast du bestellt. Hast du beim Babyschwein schon geschaut, ob es genug hat? Ich bin eben 5 geklaut. Ich kenne mich absolut nicht mehr aus, was wo ist. Ja, hier ist das Babyschwein direkt. Wollen wir die mal wieder, komm, nehmen wir sie halt mal wieder. Sag mal, sie vor die Ubis nicht. Vor die Bude. Oh, was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich die Tekia. Warum habe ich... Dein Tiger ist leicht anhänglich, Xa. Eigentlich ja, nicht. Nicht? Also, sollte nicht. Läuft einfach Wildfremden hinterher. Oh, vielleicht.
Hat sie die Hoffnung, noch was Vernünftiges zu lernen? Hier zu deinen Brüdern und Schwestern und, ne? Hier fühlst du dich wohl. Baby Fio Mia. Das sind übrigens schon ausgewachsen auch dabei. Tatsache. Ja, die machen wir dann, wenn das Gehege komplett ist, dann... Ach du Gott, wir platzen aus allen Nähten. Hast du das Baby scharf? Es sollte bei mir vorlos sein. Ich suche es gerade. Ja, es, hier hüpft es, wo ich bin. Gib ihm doch zwischendurch mal Beeren. Das könnte ich habe keine einzige mehr, aber ich hol mal. Na warte, ich habe welche. Ich einfach mal welche in mein Inventar, weil wir werden sicherlich hier und da mal verfüttern müssen. Ach, weißt du was, ich lasse den Obis, aber jetzt da stehen wir, da renne ich da unten vorbei. So. Wo? Ach, da. Ja, soll ich noch ein Schild aufstellen? Ich glaube, hier mit so einem Pfeil nach unten, weißt du. Scharf. Achtung, scharf. Warte mal. Oh Mann. Machen wir wirklich so. Also kein Schild direkt, aber so. Dann finde ich es wieder, sonst laufe ich gleich vorbei. So, dann schauen wir mal die neuen Stühle an. Stühle. Genau, Stühle. Du schau doch mal die neuen Stühle an. Die neuen Stühle. Wird schön. Stimmt. Mhm. Die hier. Mietze-Matze, warum rennst du mir nach? Bleibst du quill? Ja, sag ja, die Katzen, wenn du irgendwas pfeifst auf Follow, die Katzen kommen mit, scheint's. Ach, deswegen hat der Schaf nicht reagiert. So. Oh, das ist eine Katze. Das ist doch sehr schön. Naja, die wollte ich ja gar nicht, aber die ist offensichtlich nachgerannt. Oh. Die Hocker sind, die Hocker sind toll. Hä? Das passt schon mal. Cool. Warum steht hier eine Milchkanne zwischen den Hockern? Egal. Das ist eine Milchbar. Hier gibt es... Antialkoholisch alles. Genau. Nichts alkoholisches. Alles, nur kein Alkohol. Genau. Naja gut, ich meine, Milch kann man ja auch vergären. Mahlzeit? Sag dir nicht, dass es schmeckt. Mahlzeit. Hallo. Jetzt wissen wir, was Xa demnächst kriegt von uns. Vergorene Milch? Ein Haufen Milch, den du schöne Kameraperspektive kannst. Weiß nicht, ob ich mich da, damit anfreunden kann. Na, geh komm. Gut. What? Ach, das geht auch. Interessant. Brauchte kurz ein Bild. Hier ist ein toller Hocker. Wenn man da dann. Warte mal, war das K oder wie habe ich gerade diese. Was? Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Dieser Hocker ist gemeingefährlich. Ihr müsst aufpassen. Ich bin hier. Hilfe! Ich muss hier wieder mit Ghost raus. Es geht nicht anders. Aber man hat eine schöne Kameraperspektive, wenn man auf diesem Hocker sitzt. Ist doch toll, das ist das Wichtigste. Der ist ein bisschen nah an der. Ne? Weiß schon. So. Pick up. Ah, ich glaube. Der Stuhl ist zwar gemeingefährlich, aber bleibt da stehen. Ja, total wichtig, weil. Okay. Ja, man hat einen wunderschönen Perspektive aus seinem Charakter dort. Das ist sehr verstörend. Ich bin gespannt, was das heißt. Hi. Hi, Ol. Mhm. Oh. Doch, die Stühle sind schon tausendmal besser als die alten. Also, weg damit. Braucht noch jemand Stühle? Da, du vielleicht? Also noch nicht. Hab da gerade welche übrig. Das war ja ganz lustig mal für alle, die das vielleicht nicht so... Oh. Aha, wer passt auf das Schaf auf? Ja, ich bin da voll oft vorbeikommen. Ein Baby weniger. Ja. Also unsere Zuchterfolge sind sehr von Der da oben auf dem Brett steht und noch nicht ein Baby gefüttert hat. Ja, der sich. Pach. Scheiße.
Ja. Schieß die Uhr. In 4 Stunden kannst du das nächste Baby kriegen, was soll's. Ja. Ja. Wir haben ganz viel Lammfleisch gerade bekommen. Haus bitte in den Griller. Kannst du dann durchgrillen. Genau. Und auch eigenartigerweise ganz viel Prime Meat. Haus im Griller. Wo ist denn der Griller? Auf dem Holzschiff, ne? Ja, den haben wir noch nicht umgebaut. Mann, unser Schaf. Ja, ich gebe zu, ich habe jetzt auch drauf absolut vergessen. Wir haben es alle vergessen, es ist halt so. Warte beim Zaun bauen und ja. Naja, ich habe es nicht vergessen, aber... Nur du kümmerst dich nur nicht. Nee, es hat geheißen, ich stell's dahin, dann laufe ich ganz oft dran vorbei. Dann dachte ich, gut, dann ist es ja versagt, dann muss ich nicht auch noch gucken. Ja, in dem Fall ist am gescheitesten alle. Weil man vergisst so schnell drauf. Beim Schwein hast du geschaut? Nein, da war ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nur das Lammfleisch schnell gerettet. Dann ist wenigstens nicht alles umsonst. Oh, wir werden dich vermissen. Du warst so süß. Naja, also jetzt kann es auch noch süß sein. Also, Ja, das hat noch ein paar Beeren, aber ich tue auch nochmal einen Ah, du hast gerade alles. Ja, okay. Gerade. Du magst so. Dafür haben wir endlich ein Dodo. Das ist echt sehr böse. Es tut mir leid, aber ich finde es irgendwie lustig. Ah ja, ist schlimm hier. Bänke haben wir, dann kommt die nämlich draußen hin und dann haben wir hier die Stühle. Wo sind die Chair? Ich wünsche mir neue Skins für die Slopped Roofs. Die sehen nämlich immer aus wie Foundations. Wie Ceilings meinst du? Wie Ceilings, ja. Das stimmt, das nervt immer so ein bisschen. Will wirklich keine Stühle? Ich habe 17 übrig. Sonst reißen wir es ab. Noch nicht. Sonst reißen wir es ab, dann haben wir die Ritzutzen wieder. Oder braucht man, für Stühle braucht man ja kein Metall, ne? Das war ja nicht wie bei Tischen. Nö, eigentlich nicht. Ja, dann ist ja. Dann ist ja easy. Unser Schaf! Es kommt das nächste. Hatten wir eigentlich schon Pelagornis-Babys? Nein. Nein, wir hatten ja bisher nur die dumme Ente. Willst du jetzt auch noch. Ja, was frage ich überhaupt? Natürlich will er. So. Ich weiß aber nicht, wobei die haben keinen Meldboost. Also müsstest du erst eine neue Ente besagen, dass das funktioniert. Wieso? Ja, weil du schlecht zwei Weibchen oder zwei Männchen miteinander verpaaren kannst. Ach, die Ente ist auch ein Männchen. Ach so. Ich dachte, die Ente wären. Wie gesagt, wir haben keinen Meldboost. Von daher gehe ich mal davon aus, okay, das nicht. Ich dachte, die wären zu weit auseinander. Ja, okay. Oh, toll, yay! Was? Shooter Game has crashed. Oh. Ja, dann gibt's für meine Zuschauer jetzt erstmal einen schönen schwarzen Bildschirm. Sehr schön, das. Ich mach's Cut, zack, bumm. Wie von Geisterhand ist Xar dann wieder drin. Mhm. So. Also ich bin auf unsere Piratenkneipe schon so ein bisschen stolz. Die haben wir schon schön hingekriegt. Oh ja. Kann dich sehen lassen. Ja, da lass mich da durch. So. Ja Mann, bin mal da. Hilfe, schwierig, Moment. So, ich tanze mal ein bisschen auf den Tischen rum. So macht man das ja hier. Mhm. Auf den Tischen tanzen? Nein, ich weiß nicht. Ja, in den Kneipen, also bitte. Da, wo ordentlich Piraten unterwegs sind. Oh, wird alles kreuz und quer gestellt. Froh sein, dass die Kneipe nicht brennt oder irgendwie auseinandergehauen ist. Hier die Krüge noch alle stehen und nicht auf dem Boden liegen. Das wäre überhaupt noch cool, so liegende Krüge und so. Scherben oder irgend sowas, dass man hier noch so Unrat verteilen könnte. Ja, doch, das wär's. Gibt's noch keinen Ruinenmod? Ruinenmod, also, ja, bestimmt. Also, der jetzt nicht nur Ruinenbauteile enthält, sondern eben auch das Beiwerk, also
Geröll. Rumliegende Steine, Geröll, irgendwelche Pflanzenreste, Baumstümpfe, Leider etc. nicht. Das habe ich auch ein bisschen vermisst bei Alone in the Ark, als ich mit der Ruinen-Mod, die Ruin, oh, wie hieß die? Ich glaube, die hieß nur Ruin, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, irgend sowas. Herumgebaut habe. Da wollte ich ja dann auch so was Kaputtes halt machen. Und das, ja, die Teile waren halt alle ganz. Die waren zwar vermoost und hatten ein paar Risse vielleicht und sowas, aber an sich waren sie ganz. Und wenn man dann irgendwelche umgestürzten Säulen haben möchte oder so, dann ja, ging halt nicht. Lol, das Aber geht naja. ja echt. Cool. Die haben eine neue Funktion in meine Lieblingsteile eingebaut. Komm mal her, Kuya. Hast du gesehen, dass da vorher was stand? Moment, ganz, ganz kurz. Ich muss nur gerade wieder suchen. Scheiße. Ach, da ist es. Hier zum Angeln, ne? Eine bauen daneben und dann kann man in die Mitte noch was stellen. Das geht auch bestimmt. Latsch. Was? Wo? Wer? Wann? Na, komm mal hierher zu mir. Immer noch der Pflanzenbug, ey. Das ist. Wir haben eine riesen Zucchini. Oder was So. das da unten ist. So. Wo bist du denn da? Ja. Hokus pokus. Huch. Kann man die verstecken? Hokus pokus. Cool. Die Streben kann man verstecken. Das heißt also, Ja, man ich hat dann kann am sie Ende nur endlich. die. Genau. Ah. Das ist cool. In der Tat. Meinst du, das reicht für unsere. Ja, es reicht. Das geht bis da nach Es hinten. Das wird für die muss Schweine mal reichen. reichen. Es Außerdem mache muss ich da hinten, reichen. hier hinten mache ich auch Ausrufezeichen. einen ordentlichen Zaun, sodass nichts mehr rauskommt. Aber wart's ab, ich habe da schon eine Idee. Und Okay. dann noch so ein kleines Ställchen für die Schafe und Aha. ein kleines Ding für die Dodos. Weil da muss ja mindestens noch ein zweiter her. Ja, klar. So, ich mache jetzt mal, damit ich den Anker anständig platzieren kann. Aber jetzt Mal brauche ich erstmal schauen. wieder Railings. Das ist die Ankerkette. Okay, die kann man hier runter baumeln lassen. 5 ist der Anker selbst. Den muss ich dann wahrscheinlich an die Kette hängen können. Und die 6 ist wieder eine Kette. Hier. Moment. Mount. Anker. Chain. Ah, Moment. Ah, ich dachte, das wäre so eine Winde. Warte mal, da müsste man die Winde noch irgendwie daneben. Wir haben da keinen einzigen Schrank. Na gut. Moment, mit dem Ding? Anchor Mount, no Snap Point. Ja, wo schnappt denn das? Ach, da schnappt das. Ach so. Ah, okay. Wo wir hier hin, die Frage ist, kriegen wir das noch? Das kriegen wir auch, wenn da noch ein Geländer da ist. Ah, siehst du mal. Und das mal so. So, und dann kann man da noch eine Kette dran planschen. Wisst ihr zufälligerweise gerade, wie diese kleinen Storage-Boxen heißen? Also Welche? die von der Raft-Mod. Diese Die gebundenen Dinger da. Pakete. Ja, die Pakete. Schauen wir unter Package, also PAC, einfach mal eingeben. Oder mal davor stellen, müsst ihr eigentlich. Ah ja, danke, hab sie. Ah, die habe ich gelernt, das heißt, ich habe irgendwas nicht. Schauen wir mal. Ach ja, doch, das mit dem Anker ist eigentlich ganz cool. Ach so, da braucht man halt. Okay, gut, aber halt haben wir. Das sind so diese Kleinigkeiten, weißt du, was Ark einfach so besonders macht mit diesen Mods? Dass du so viele coole Möglichkeiten bekommst. Jetzt hier den Anker am Schiff baumeln lassen und das Trike Nein, das auf dem Trike wird da bald Hamsterrad. befreit. Ich beweis gerade mal, ist ja gut. Ja, irgendwie müssen die ja auch betrieben werden. Ja, eben. Das Trike-Rad. Trike-Hamsterrad. Wo man ihn Hamster nennen. Wie heißt der eigentlich? A-Hörnchen heißt der, ne? Nein, das ist kein Hamster. Ich bin für Gehörnte Hamster. Hamster. Ich bin für Hamster. Ein Spruch, der hat einen Namen. Oh Mann, oh. So. Bitte die eine Foundation jetzt gerade nicht abbauen, die brauche ich kurz. Ah, die Was? Schafe beim Leveln, ich liebe sie. Also, ja. So, dann schauen wir jetzt mal ganz runter.
Da habe ich eigentlich alles hier. Cooking Half, aber gut, das Ding bauen wir jetzt eh nicht. Wir haben ja so eine neue Bar, aber die alte Bar lassen wir trotzdem. Okay. Ich glaube, das Zeug kannst du eh alles aus der Hand bauen quasi. Insofern schnappen wir uns da mal die Zutaten für. Dann können wir mal gucken, ob wir da drüben noch was eingebaut kriegen. Was ist das Schwein? Da ist das Schwein. Das war dumm, ein Gedanke. Ich wollte auch gerade. So, okay. Aber gut. Ja, ist ja gut, zuerst vergessen wir beide das Schaf, jetzt denken wir extra an das Schwein. Weißt du, wenn das Schwein gestorben wäre, wäre zwar auch schade gewesen, aber eigentlich relativ egal, zugegebenermaßen. Und kannst du sagen, dass der Nachwuchs unserer Community relativ egal ist? Also überlegst du dir das bitte noch einmal? Danke. Was denn? Ist doch so. Ich muss weg. Ich gehe Holz holen. Mhm. Und das. Früchte. So. Sorg mal für Holz vor der Hutten. So. Ja, ich weiß nicht, wie schaut's denn aus? Haben wir noch Holz? Ja. Also, ich weiß nicht, wie viel du jetzt da mitgenommen hast. Gar nichts. Ich habe mir das alles selber geholt. Da rennen übrigens zig Dodos rum auf der Insel. Man sollte. Ja, natürlich hier. Dodos hat man schon mehr als genug vor der Nase. Warum finde ich denn das nicht in meiner Crafting-Liste? Was bräuchte man denn? Diese gekreuzten Schwerter passen nicht hier. Wooden Bowl brauchen wir. Das Keg brauchen wir. Mhm. Bowl, Keg. Hier Candles brauchen wir auch. So. Baust du noch irgendwo ein Bierfass hin? Ja, ein Bierfass, also ein richtiges großes. Ja, damit wir endlich anfangen können zum Bier produzieren. Man könnte ja so eine ganze kleine Bierbrauerhütte hinbauen, oder? Könnte man auch. Würde ich dann fast sagen, dass man eine eigene Brauerei irgendwie machen und dann auch noch Rumfässer oder sowas. Das würde vielleicht besser passen. Da brauchen wir Rohmetall für. Haben wir Rohmetall? Mal gucken. Du hast es vorher rausgehaut. Ich hätte meinen Arsch verwetten können, dass genau dieser Satz jetzt kommt. Weißt du? Ach ja. Es ist schlimm, gell? Boah. Ja, was denn? Es waren 192, aber ja, es müsste noch was da sein. Ja, ich habe nochmal immer geschaut. Es ist reichlich da. Ja, ich habe immer geschaut, dass wir nicht alles einschmelzen. Einfach. Ach, Mann. Ja, du kannst drauf wetten, ich weiß. Wir spielen's lang miteinander. Ach, das hat gar nichts mit, das ist einfach. Ach, lass mal das. Ja. Sag ruhig. Nein. Lieber nicht. Gibt so Momente, da hält man besser die Klappe. Oh ja. Ich verstehe gar nicht, wieso. Also, S plus, ja, genau. Was? Ich mag's, wenn Xa diese Geräusche macht. Heißt immer, dass er auch failt. Das ist sehr beruhigend. Ich hab mich gerade nur mit meinem eigenen Pillar erschlagen. Sehr geschickt, ja. Kann man machen. Jo, wenn man davor steht, er von einem weg zeigt und man dann 180 Grad eingeht, dann schlägt man sich das Ding genau in die Fresse und kommt nicht mehr weg. Bam. Kann man machen. Die Rache des Pillars. Muss man aber nicht sagen. Ja. Oh, das wollte ich ja noch. Ja, wenn, dann musst du herkommen, Dilo. Ich kann mich keine Millimeter bewegen. Wir haben ein Dodo und ein Schweinchen und dafür unser einziges Schaf, Baby. Wir sind so schlimm. Ja. Das nächste bringen wir garantiert nicht um. Das glaube ich auch. Da stehen wir zu dritt davor und machen die ganze Folge lang nichts anderes. Nee, das gehen wir dann Xar. Ach so, das ist eine gute Idee. Kann man sagen, wir haben es nicht geschafft, jetzt soll es ihr zeigen, wie es geht. Keine gute Idee. So, eine Angelstelle hätte ich schon mal besorgt. Ach, hier ist auch das Schiff jetzt angelegt. Das ist ja schön. Naja, dann heißt so wieder der unmögliche Xar. Du bist doch schon gewohnt.
Vor allen Dingen, weil du aus dem 19er Baby oder keine Ahnung, 8er Baby, wenn es fertig ist, dann 120er gemacht hast oder so. Na, das wäre dann noch ein bisschen auffällig. Wäre dann doch ein bisschen auffällig, dass du doch cheatest, ne? Ja. Nein, ich cheate nicht. Das ist alles Skill. Das ist alles Skill. Er hat ja auch beide Schafe gefunden. Das ist also sowas von beängstigend. Ja, aber war nicht der Einzige. Nur meins wurde schnell tot. Ja, naja, also, ja, Hand aufs Herz, ne? Also, das war nix, Danu. Ja, ist halt so. Das war gleich tot und ich habe wenigstens das gefunden, wie du hast wenigstens eins gesehen. Ich kam noch. Ja, ich dachte nicht, dass ich besser war. Das habe ich ja nicht. Xar auch gesehen. Ja. Aber dann waren drei Wölfe da. Achso, gesehen habe ich es nur kurz. Dann war es irgendwie gefressen. Also rot. Ja, auch. Kann ich was dafür, wenn ihr so langsam seid? Sind wir es, weißt du? Ja, irgendwo muss das sein, so. So, Kerzchen haben wir. Also bin mal gespannt, wo ich die Fässchen noch hinkriege. Warte mal. Was? Ja. Ich habe gelegt, aber es sieht eigentlich nicht so gut. Eigentlich gehört da so ein Fass hin hier, oder? Und das hier mal mit oben vorher weg. Bottle, her damit. Dann hat es hier oben ja den Zapfhahn, sehe ich gerade. Ach, egal. Naja. Machst du das Keck? Nee, ich habe hier schon so ein Fass hingelegt gehabt und das hat ja den Zapf oben. Das habe ich gar nicht so geschnallt. Das hier müsste ich jetzt eigentlich auch. Kann man das noch drehen, wenn man es setzt? Jawohl. Irgendwann jetzt bei Piranhas kommt sie mir unter, wenn der Kleine nicht überladen ist. Und dann setzt tot. Oben die Flasche wieder drauf. Moment. Puddel rum. Oh, Puddel rum geht da oben nicht drauf. Heute. Neutral. Ah, oh, den könnte ich ja schon wieder leveln. Ja, alles hier. Ah, eine Idee. Anglerverpflegung. Es geht auch nicht da drauf, was ist ja. Oh. Und wir haben doch noch. Da. So. Da drauf, geht auch nicht da drauf. Braucht noch eins, so, der kommt. Gut. Da war doch noch einer. Komm, wo versteckst du dich, Kleiner? Da nicht. Warum haben wir eigentlich immer Scheißwetter hier? Das ist doch. Keine Ahnung. Ist doch kein Scheißwetter. Alles Scheißwetter. Oh, ach, das sieht eigentlich ganz gut aus. Durch den Dauernebel, den du immer gerne hast, kommt halt auch mehr Regen, ist klar. Feuchtigkeit muss ja irgendwo herkommen, ne? Da ist das Spiel ganz schön beschäftigt, die ganze Zeit hier. Feuchtigkeit ganz schaffen, ja. Wo du sagst. Ja, und wenn es zu viel ist, dann weiß doch, dann regnet es. So, was machen wir jetzt mit dem zweiten Fässchen? Komm mit, Machete. Machete? Ja, ach so, dann. Machete. Mist, die haben. Keine Herzchen, na gut. Kommst wieder mit? So. Alle fleißig am Dekorieren und Machen hier. Sehr sensationell. Ja. Ja, voll. Nur am Dekorieren und Machen. Nano tut schlimme Dinge. Ja, voll. Guti, mal nicht schlimme Dinge. Nö, lässt Schweinchen Schäfchen umkommen. Ja, stimmt schon. Ich glaube, ich sollte jetzt fliehen, sie ist so ruhig. Ja, es könnte sein, dass sie sich gleich in Koja zähmt. Nö, ich glaube nur, ich bringe das um, was ich da gerade mitgebracht habe. Was?
Was mitgebracht? Ja. Das geht, das geht, das geht. Aha. Kannst du mal schauen, ob du neue Tiere entdeckst. Wenn es ein Schaf ist, ist alles gut. Nein, es ist kein Schaf. Oh. Was soll ich denn das finden da? Weiß nicht. Ja, eben. Klonen. Ja, sein können. Das wäre auch wieder typisch gewesen, oder nicht? Dass wir die halbe Karte abgrasen und dann vor unserer Haustür einen Schafspawn haben. Also? Das wär's noch, ja. Ich gehe noch länger darüber. Ich gehe mal Schafspawn suchen. Hab ein Angelschiff gebaut. Cool. Total, also aufwendig, der Bau. Aber man kann auf die Schiffe, also auf diese Sonderschiffe, nenne ich es jetzt mal, tatsächlich Stühle stellen und so. Also man kann das einrichten, mehr oder weniger. Da hat jetzt noch eine Kiste dazu, Angelzubehör dabei. So, da geht's dann können wir das. Doch, das mal angeln fahren. Schön, dann also, kommen wir ja doch noch zu unserem lustigen Angelabenteuer. Kommen wir noch zu unserem Angelabenteuer, so ist es. Finde ich gut. Das können wir aber nur machen, wenn Matze mitkommt. Ja, das wird eher aber schwierig. Aber auch das erst in der nächsten Folge. Oh, meinst du, in der nächsten Folge ist Matze mit auf dem Angelabenteuer? Achso, das kann ich jetzt nicht versprechen. Aber Angelabenteuer, glaube ich jetzt auch nicht. Oder? Wenn ich jetzt aufstehe? Ja, haha, das dachte ich mir, dann falle ich nämlich ins Wasser. Nicht mit mir, das habe ich sofort erkannt. Mhm. Hat das sofort erkannt. Sofort. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.